So, also Sie können die während. Lautstärke im Controller oder anpassen. Das ist egal, das Spiel muss man nicht hören, zwingend. So. Das Wichtigste ist, das wird unsere erste Aufnahme zusammen, bei der nicht Angela Merkel Kanzlerin ist. Ich wollte das nur nochmal erwähnen. Ist sie doch noch, oder? Ja, als Geschäftsführend. Ja, Ja. also ab 19:21 Uhr nicht mehr, weil um 19:20 Uhr fängt ihr Zapfenstreich an. Ja, aber bleibt sie da nicht trotzdem noch so lange im Amt, bis der nächste Kanzler gewählt ist? Ja, das ist ja offiziell. Entlassungsurkunde hat sie ja schon. Mit der mageren Rente Ja, von sie geht jetzt, kann sich 15.000 morgen beim Euro. Arbeitsamt melden, ja? Bitte? Kann sich direkt morgen beim Arbeitsamt arbeitslos melden. Das, ja, das, Hallo, falls Sie noch eine eigentlich nicht, Stelle ne? als Bundeskanzlerin offen hätten, ne? Hm. Ich habe auch Erfahrung als Umweltministerin. Und als Physikerin. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Wieso kann ich das Fenster nicht auswählen zum Aufnehmen? Seht ihr eigentlich jetzt meinen Bildschirm oder nicht? Ja. Das Ah, heißt, das ihr war ein sehen, den nehme ich Bildschirm, schon okay. längst auf. Ja, es hat nämlich gerade irgendwie niemand auf die Nachfrage reagiert. Dann gehe ich davon aus, dass es nicht funktioniert, wenn keiner was sagt. Ich habe zuerst keine Nachfrage gehört. So, jetzt warte mal, ich habe die Der Aufnahme noch Bildschirm nicht. funktioniert, aber dein Mikrofon eventuell nicht. Warum? Ja, weil ich die Frage nicht gehört habe. Ich kann das Fenster nicht. OBS gibt mir das Fenster nicht zur Auswahl. Belastend. Könnte auch an meiner Aufmerksamkeitsspanne liegen. Warum habe ich das Fenster nicht zur Auswahl? Aufmerksamkeitsspanne, ach was. Was ist eine Aufmerksamkeitsspanne? Ich habe gerade nicht zugehört, ne? Wer redet da? Ich höre hier schon wieder Warum? Stimmen. Ich gebe es auf, ich mache mal kurz das weg und mache es nochmal neu. Ja, liebe Zuschauer, hier sitzen wir nun im Wahrscheinlich, weil es Livestream. Spielaufnahme war und OBS das nicht als Spiel erkannt hat. Ich versuch's mal mit einer Fensteraufnahme. Du musst nur den richtigen Prozess auswählen. Also ich habe es als Ja gut, aber wenn Spielaufnahme ich das jetzt. gemacht. Warte mal. Ich hatte das aber gar nicht zur Auswahl. Vielleicht musst du das Fenster einmal, also das Auswahlfenster einmal schließen und wieder öffnen oder so. Okay, dann Genau. versuche ich es nochmal. Als Spielaufnahme. Der Ding muss schon online sein, bevor das. Gucken kannst. Ah, okay. Ich nehm jetzt Mein Overcooked erster und nicht Tag. Remote Play, oder? Ja, du musst halt gucken, wo du ein Ah Bild ja, kriegst. gut, macht Sinn. Aber also ich finde es, warum kann ich Remote Play dann als Fenster auswählen? Ich habe ja Remote Play nicht als Anwendung offen, oder? Also extra. Als ein eigenes Fenster. Wahrscheinlich ist es einfach, naja, er wird ja einfach alle Fenster anzeigen, auch wenn es keine eigene Anwendung ist. Was für eine Auflösung hat das Fenster jetzt eigentlich? Orientiert sich wahrscheinlich am Monitor, oder? Wollte gerade sagen, also mein Monitor hat Full HD. Ja, scheiße. Warum? Weil ich 1440p habe, Monitor. Aber ich krieg das Fenster nicht kleiner gezogen jetzt, weil ich überhaupt nicht in die Einstellungen komme. Und ich wollte aber in Full HD aufnehmen und jetzt ist ja aber alles. Ja, warte mal, ich könnte es halt verkleinern dann wieder in der Aufnahme. Ja, Skalierung und so. Belasten. Ja, ist halt ein bisschen Mein ja, erster unschöne Tag mit Lösung. OBS. Nein, ich finde das eine unsaubere Lösung. Wenn ich mir jetzt den Ich habe Pixelbrei der das letzten Problem auf der Aufnahme Arbeit, andenke. wenn ich per Teamviewer dann auf die Rechner der anderen Leute gehe, weil die anderen haben halt alle 4K-Displays, weil Chef hat What? bald bezahlt und ich halt nicht. So, was meine eigenen sind. Und dann so, lel. Ach, nichts. Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch irgendwas machen. Bin verwirrt. Ich glaube, Ah, ich da ist spiele das doch mal Lotto. Remote-Play-Fenster. Was Sie möchten. Qualität ausgeglichen, Qualität schön, Qualität schnell. Ah, machen wir mal schön und gucken, ob es funktioniert. Wäre das ein Ist nach OLED-Bildschirm, aber ja. wäre der Bildschirm jetzt eingebrannt. Ah, ich weiß es wieder.
Warten auf UWAP, dem nächsten Buchhandel. So. Ein Buch bestehend aus 200 leeren Seiten. Möglicherweise. So. Oder mal nochmal das hier. UWAP, jetzt tritt mal in die Pedale hier. Diese Musik macht mich wahnsinnig. Wieso nimmst du den Mauszeiger mit auf? Verdammt. Moment, ich muss noch den Mauszeiger ausstellen. Schieb sie beiseite. Ich will den Mauszeiger aufnehmen da. Okay. So, ich bin fertig. So. Ich habe übrigens sonst noch jemand was machen? Nein, ich habe seit 5 Minuten konstant ein Bild. Es möge so bleiben, bitte. So. Vielleicht drückt ihr mal alle mal A oder sowas. Ich weiß nicht, was für ein Controller. Ihr habt die mittlere, untere Taste bei euren Funktionstasten rechts. Das ist bei mir. Was? Funktionstasten? Ja, Tasten, die man halt verwenden kann. Keine Ahnung. Das ist bei mir B, aber okay. Ich hab den Wii U Pro Controller mal wieder. Der hat echt einen sehr guten Akku. Der lag jetzt Wochen, Monate lang in der Schublade und ist immer noch voll. Ja, aber irgendein Controller fehlt doch. Wieso, wo steht denn das? Ich sehe unten... Jetzt. Weil bei mir A wirklich A ist. Okay, das hat automatisch erkannt. Ich habe jetzt die untere, mittlere Taste gedrückt und deswegen war der Controller weg. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die Belegung wohl auf allen gleich sein wird, aber okay. Offensichtlich nicht. Gut, dann haben... Könnt ihr auch in den Menü scrollen? Nein, ich glaube nicht. Gut. Immer noch den für diejenigen von uns, die keinen russischen Controller haben, leider nein. Bei mir ist A noch A. Ich weiß ja nicht, was UWAP da heißt. Auch. Unverständlich. Versteht jeder jeden. Wenn, dann habe ich einen japanischen Controller. Mhm. Japan, Kolonie, ja, China. Also, ja. Bitte? Was? Wie? Ich habe es nicht verstanden. Nee, ich bin China. Ja, Kolonie und so. Warten wir noch 1-2 Jahre. Los geht's hier. Die Verzweiflung ist groß genug. Lasst es uns hinter uns bringen. Just Sachsen Sings oder. Ja, wir spielen dann Overcooked. Später. Sings nimmt eh schon lange auf. Ist belastend. Warum funktioniert mein Keybinding nicht? Ach. Oh, ja. Das bleibt natürlich drin. Oh, cool. Ah, die Eingabe ist vorübergehend deaktiviert, während der Host beschäftigt ist. Ja, also wir spielen jetzt gerade zum ersten Mal in der Aufnahme über Steam Remote Play. Du, das habe ich hier schon seit 7 Minuten im Bild. Belastend, ey. Ja, OBS ist gerade einfach abgestürzt, als ich auf Aufnahme gedrückt habe. Nee, das war zu viel. Es ist ein Traum. So. Ja, wir starten mal einen neuen Spielstand. Warte mal, spielen wir eigentlich Overcooked 1 oder 2? Oh wow, die Auswahl. Ich bin der Kartonkopf. Achso, dann mache ich. Achso, du bist so auch. Okay, dann mache ich was anderes. So. Das könnte jetzt noch idealerweise nehmen wir 4 unterschiedliche. Aber. Okay, pass ich mich mal an und nehme so, wie ich im echten Leben aussehe. Die Auswahl ist zu groß. Tja, und dafür wurde der Random-Button erfunden. Steuerung gesucht. Ich hab den nicht gesehen. Was? Achso, wie funktioniert eigentlich die Steuerung? Ja, das. Das wurde ja gerade einmal kurz gezeigt, aber es gibt jetzt schon ein bisschen ein Tutorial am Anfang, das erklärt das nochmal. Cool, Darksiders hat einen Multiplayer-Modus. Sünding? Hast du nie Darksiders gespielt? Ich bin der Dude Nein. Inklusions-Gameplay und so. Achso, ja, muss weiter drücken. Story, was ist die Story? Ja, hä? Fass mal für uns zusammen, bitte. Ja, wo falsch, ja? Kevin hat recht. Genau. Also es geht im Endeffekt um den, das ist der Gegner quasi, der gleich gezeigt wird. Es gibt eigentlich keine richtige Story, es ist das Zwiebelkönigreich, deswegen ist der Typ mit Zwiebel. Ja, er ist der König vom Zwiebelkönigreich. Wann verschwindet eigentlich diese Meldung da links? Zurücktaste gedrückt halten, um die Remote-Sitzung zu steuern? Muss ich die Zurücktaste gedrückt haben? Ah, offensichtlich. Ah ja, okay. Der ewig Schmachtende. Ja. Was ist das? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab gerade auf sein Spaghetti-Monster. Ich bin schon Pastafari, danke. Reicht. Das ist das Bolo. Das, ja. So.
Okay. Also ihr lauft mit dem linken Stick rum und mit A könnt ihr Sachen aufnehmen und ablegen, und mit der Taste links kann man halt interagieren, wie zum Beispiel Gemüse hacken und sowas halt. Ja, und du siehst jetzt oben rechts, was für Zutaten oder was für Gerichte quasi gefordert werden, und da stehen dann halt die Zutaten bei. Das heißt, ihr nehmt jetzt noch diesen Salat und packt den mit unten auf den Teller, und dann drückt ihr den. Drauf, oder? Ach nee, nein, die Tomate ist da drauf. Ja, genau, den Salat ist das Grüne da. Ja, aber das macht da nicht so viel, dass die Tomate noch da angezeigt wird. Ja, so, und das den Teller jetzt nehmen und dem Monster geben. So, fertig. Plus 4 Trinkgeld. Warte mal, ich muss. Teamwork klappt davor. Ja, es gibt einen Speed-Bonus quasi, wenn man schnell genug ist, oder wenn man das schnell genug bearbeitet, kriegt man einen Speed-Bonus. Und du musst halt immer gucken, dass du das Richtige abgibst. So, weil jetzt gibt's einen Teller, wo nur Salat drauf sein sollte, und jetzt packst du halt Salat mit auf die Tomate. Nein, nicht das abgeben. Salat mit auf die Tomate, zu den Tomaten packen und dann den Teller abgeben. Und danach dann halt einen Teller nur mit Salat abgeben. Wo genau? Seht ihr? Ach, da oben, okay. Oben links. Wo gibt's eigentlich den Teller? Rechts, ja. Vor den Zähnen. So, und dann. Hackt schneller! Hackt schon! Los! Wir sind jetzt derweil mit Schneiden beschäftigt. Achso, man kann glaube, das Problem sind tatsächlich eher die Teller. Ja, wenn man nur einen Teller hat. Es ist auch tatsächlich jetzt momentan egal, ob du mit der Zutat zum Teller oder mit dem Teller zur Zutat läufst. Ja, habe ich auch gemerkt gerade. Wenn du, wenn es hinter Sachen gibt, die gekocht werden müssen, also die heiß sind, die kannst du nicht direkt anfassen, da musst du dann quasi zum Teller hinauf mit der Zutat. Also wenn du dann die Pfanne in der Hand hältst. Was machst du hier? Hör auf damit! Guck doch oben links die Reihenfolge an. Ja, und welche? Ach, hier, die da. Genau. Die laufen ja, halt, die links sind, laufen halt zuerst ab. Deswegen macht Sinn, erst die von links, also von links nach rechts, die zu bearbeiten. Wenn man dann quasi die von rechts bearbeitet, kriegt man aber für die theoretisch dann halt mehr Trinkgeld. Aber dafür kann es dir eben auch passieren, dass die ganz vorne in der Schlange stehen, halt ablaufen. Dann kriegst du eine Strafe. Was passt? Ja, ich weiß definitiv, warum ich mich bisher geweigert habe, dass du das ist doch entspannt. Wenn ich nur Salat kriegen würde, dann würde ich auch nicht satt werden, ja. Ja, das ist Salat und Tomate, das ist natürlich ein bisschen dürftig. Also ich glaube, wenn wir das durchhaben, kann ich auch Dark Souls spielen, ja. Ja. Ihr habt gehört, ich werde ein Spiel Dark Souls. Dark Souls confirmed. Ich dachte, die Geräusche vom Zwiebelkönig super. Hey, ho, 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 hey, ho, ho, hey. Eure Kochkünste waren mangelhaft und eure Zusammenarbeit beklagenswert. Ja, 1993. Oh, da war ich minus 2. Oh, nice. da war ich minus 4. Ich komme auf einmal so alt vor. Zu Recht. Zwölf. 5, glaube ich. Ja. Ungefähr. Close enough, würde ich sagen. So, jetzt mit Teamwork. Ja, man kann auch den Koch vor jedem Level. Vielleicht sollte man übrigens unten rechts bin ich. Das Gelbe. Ja, ich bin oben links. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es nicht mitgekriegt. Da steht ja auch nirgends dabei, wer ist. So, jetzt merkt euch die. So macht man eine Suppe. Genau, dreimal Zwiebeln hacken, dann in den Topf packen und dann nicht verbrennen lassen. Nach Möglichkeit. Okay. Das gibt ein Desaster. Ich pack mal Zwiebeln dorthin. Dann packt die Zwiebeln nach unten und ihr beiden könnt die dann hacken und einer packt das in den Topf und ja. Wir machen jetzt echt die ganze Zeit halt Zwiebelsuppe. Ja. Das Ganze dann auf den Teller packen. Topf, bitteschön. Und dann Zwiebeln, muss man den Teller halt noch abfüllen. Nächste, wird schon werden. Los. Wir kriegen wahrscheinlich hier auch gleich schon dreckige Teller. Die dreckigen Teller, genau, die muss packt man ins Spülen. Oh, warte, spülen! Putzen wir dann gleich. Ich hatte noch eine Zwiebel in der Hand. Ja, ich würde sagen, wenn noch gehackte Zwiebeln liegen, kümmere ich mich halt noch um das Spülen. So, wo muss die Suppe hin? Wer braucht die Suppe? Wir haben Suppe. Hier. Da ist doch hier. Ist gar keine Suppe bestellt. Egal, weg damit. Kümmert euch. Ja. Krass, nächste. Her damit. Brauchen mehr Suppe.
Zack. Ja, damit. Wir haben irgendwie nur, also, dass wir nur ein Herd haben, ist belastend. Ja, ja, das. Ja, es skaliert gerade ein bisschen schlecht. So, ich guck mal eben kurz. So, ja, dann. Okay. Ich bin da vor uns in der Küche, aus dem Weg. Saubere Teller! Wo sind die sauberen Teller? Hier ist nicht genug saubere Teller. Erster. Zack. Das ist. Da, deswegen sind wir bei Frank Rosin gelandet. Ein großer Topf reicht für einen Teller, wollte ich nur mal so sagen, ja. Weil wer hat denn hier schon wieder Zwiebeln reingehauen? Weg von meinem Topf! Ja, also Suppe selber. Das nennt man probieren, wenn das 50% vom Topf fehlen. Ich bin ein Maitre, das muss ordentlich gehen hier. Du bist wohl eher ein Maitrescher, hm? Wird der Sous-Chef hier mal aus dem Weg gehen? Dankeschön, weg der Nächste. Gib doch mal die Zwiebeln her, ich hab dir Martin hier Zwiebeln schon hingestellt. Pack die jetzt einfach mal hier neben. Genau. Blockiert nicht meine Kreise, oder wie das heißt. So, und jetzt bitte die sauberen Teller. Warum sind hier nur zwei Teller? Was ist denn das für eine Küche? Ja, wir haben schon einen Topf. Das ist ja schlimmer als... Da lasse ich doch lieber Ratten arbeiten hier. Mit einem Topf natürlich nur einen Teller Suppe machen kann, in der Regel. Uwe, Bewegung, ich sehe dich. Ich passe auf alles auf hier. Peripheres Sehen. Ich hole mal eben kurz den dreckigen Teller. Zack, raus hier, zack. Ach, den habe ich nicht gesehen. Zack, zack. Nee. Gib den Topf her, warum... Wer hat mich hier geschubst? Wir haben ja auch nur einen Topf. Ja, erstmal schön reingedäfft. Jawohl. Hä, wo bin ich eigentlich? Gut, wenn man sich ihm gemerkt hat, welchen Koch man gewählt hat. Wer ist der verrückte Roboter da unten? Das ist ja fürchterlich. Ach, warte mal, da fällt mir gerade was ein. Das bin ich. Oh Gott. Ja, das klingt super. Und das ist nicht die Internetverbindung, ja? Ich würde gerade sagen, das klingt wie Deutschland 2021. La 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 la. Macht mal ein bisschen, Henninger! Wir haben deutlich viele Zwiebeln auf zu wenig Töpfe. Ja, irgendwie ist unsere Topfausnutzung sehr hoch. Oder die Topfauslastung ist sehr hoch. Ja, gib dir mal noch den Teller raus. Das würde schneller gehen, wenn jemand die Teller da in der Mitte abgelegt hätte, nur mal so nebenbei. Reicht, aber immerhin 3 Sterne. Ne? Ich wollte gerade sagen, das Ziel ist immer 3 Sterne zu kriegen. 3 Sterne und go home, ja? Genau. Ja, ich bin gespannt, wie lange wir das durchhalten. Wobei jetzt bei Overcook 1 geht das eigentlich noch. Demnächst sind wir dann bei dem großen Backen Multiplayer. So, wo sind wir jetzt schon wieder hier? Red Queen. Jetzt brennt das gleich auch noch. Zwiebelsuppe und Tomatensuppe. Geht klar. Ja. Jetzt haben wir sogar zwei. Oh, jetzt laufen Leute hier durch. Ja. Ja, ja, genau. Nehmt den Teller hier rüber. Die lockte nicht, aber... ja, Zwiebel links. Ja, ja, die Warenausgabe. Mhm. Ja, man muss den Teller abgeben. Zonk? Nee, sehe ich nicht so. Die Tomatensuppe ist fertig, oder? Ja, okay. Gib mir meine Zwiebel rüber. Teller. Schneller. Ja, okay. Mhm. Das Spiel muss man auch noch. Sollten wir das nicht mal koordiniert versuchen? Also ich meine, ich wollte nur noch mal finden, dass es kein Gauntlet. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Fühlt sich aber ungefähr so an wie Gauntlet, wenn man das so spielt. Ja, gut, ne? Zack. Nicht daneben, in den Topf rein hier. Kann mal jemand die komischen Büro-Hennys hier rausholen? Das ist ja fürchterlich. Zwiebeln hacken! Zwiebeln! Chop. Bring die Zwiebeln rüber, los, rein da. Ja, okay. Hab, au, aus dem Weg. Teller? Ja. Mit Teller. Wo ist der Topf schon wieder hin? Wo der ist der jetzt? Der ist voll. Leute, das ist in der Hand, da. Zwiebeln, komm. Geb das mal ab. Nächste. Nee, da fehlt noch eine Zwiebel. Nein, ich wollte jetzt nicht an die Tomatensuppe noch die Zwiebel reinwerfen. Au! Das ist welcher Idiot! Zwiebelsuppe fertig. Nein, okay. Aha, da brennt nichts an. Ja, Trinkgeld. Au! Welcher Idiot! Mit B kann man hier dashen, wenn du dich das fragst. Ja, das habe ich mich gefragt. Deswegen hab geh ich mir gefragt. Weg! Uwe, ich hab's nicht. Au! Konnte das nicht so ganz gut verstehen, weil da irgendjemand dazwischen gefunkt hat. Teller hinstellen! Hinstellen! Bin ich das noch nicht durch? Dann stell die Teller trotzdem hin! Das ist doch unglaublich. Au, okay, wir brauchen eine Zwiebel, sonst brennt das an.
Bett an. Nein, jetzt. Geh da weg. Also gut, so brennst natürlich auch nicht an. Ja, wenn du mehr Zutaten reinpackst, brennst du nicht mehr an. Wer stellt dich? Wenn du Sachen vom Herd nimmst, brennen sie nicht an. Ja, wer werft da rein? Die Zwiebelsuppe ist fertig. Okay, jetzt pack doch die Tomate da rein. Was macht ihr da? Los! Weg! Auf dem Scherz stehen lassen! Oh. Hört auf zu dashen! Jetzt geh mal! Das Dashen ist auch einfach aus der Hölle. Das ist Feature. Die schaffen mich hier. Direkt aus der Hölle. Wir brauchen Zwiebeln. Nein, wir brauchen jetzt erstmal Tomate. Komm, wir rüber. Wer steht da hinten schon wieder rum? Ich sehe, wie er sein eigenes Spiel spielt. Zwiebeln reinhauen, neues holen. Ich bring's weg, komm. Wo ist der Teller? Warum ist da kein Teller? Ja, ist doch ein Teller, jetzt mach. Der muss da auf den Herd. Fertig jetzt. Wo ist der Teller? Ich sehe nichts, da ist ein Overlay. Danke. Hier ist ein Teller. Oh Mann. Los geht's hier. Mann. Ah, das ist unglaublich. Achso. Die Zwiebelsuppe. Okay. Ja, das ist dann. Nein, ich will jetzt noch einen Teller spülen. So. Jetzt ist die Lebensaufgabe, noch den Teller zu spülen. Andere gehen einen Löffel ab und mit dem Teller. Ja. Friendly Fire Cooking. Mhm. Das Level verschiebt sich. Das ist auf einem Schiff und dann diese Mittelmarkierung quasi, oder die mittlere und die linke Küchenzeile, die verschieben sich nach rechts und links. Super. Das Spiel wird immer spaßiger. So, wo sind wir hier? Essen. Komm her, hier rüber. Einmal Zwiebeln. Ich weiß nicht genau, warum da eine Tomate hingelegt wurde, aber okay. Ruf ab! Ja, warum nicht? Weil die noch nicht dran. Da, guck, jetzt braucht ihr Tomaten. Ja, Leute, stellt uns ab. Ja, wir haben aber da noch keinen Platz mehr, hier irgendwas zu machen. Das ist doch unglaublich. Kann mal jemand hier drüber springen? Was muss ich dashen machen? Ihr nehmt die Suppe und weg mit dem Schon weg. Pilz. Ja, das mach ich ja. Nein, die Tomatensuppe. Ach so. Ich laufe mal rüber. Ah! Ja, kommt der saubere Teller zurück? Ja, genau, hier. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja. So. Schön die Pilzsuppe gönnen. So, geht mal Tomaten hier. Achso, ich stelle mal den Teller noch da. Oh. Da die Pilzsuppe. Achso. Teller? Achso. Ich muss eigentlich mal hier in die Warenausgabe. Ich pack mal. Aha, Kinas. Was meint ihr, warum ich hier unten stehe? Frische Pilze. Ach, da steht noch Pilzsuppe. Gib die mal raus. Danke. Ja. Zwiebeln, ja. Und Teller. Suppe. Wir brauchen Zwiebeln. Ne? Ja, okay. Ja, ich hab den Topf noch hier. Was war das? Ich kann sagen, das sah jetzt auch etwas anders aus. Ah, da ist kein Platz. Nimm mal jemand Zutaten in der Hand. Danke. Da rein. Hier sind übrigens geschnittene Pilze. Da liegen noch geschnittene Pilze übrigens. Damit. So, jetzt mal hier ein bisschen koordiniert arbeiten. Pilze. Oh, die Zwiebeln. Eins. Rüber. Zwei. Rüber. Tack. Ach, so. Gerade noch so erreicht. Nice. Ich geh mal Richtung Ausgabe. Oder wir brauchen dann eigentlich nur Tomaten. Zack. Der gibt Tomate. Zack. Zack. Ja, das läuft doch. Man kann auch von beiden Seiten auf das Brett nutzen und dann doppelt so schnell hacken. Deswegen stehe ich die ganze Zeit unten. Tomaten mehr eigentlich, die ist ja fertig, die Suppe hier. Ja, warte. Ja. Sag mal! Dieser Schwerfahrer hier von der Seite. Hier, pack mal die Pilze da in den Topf, die da noch stehen. In der Mitte liegen noch Pilze.
Ja, dann laufe ich halt rum. Ja, oder auch nicht. Ja, super. Das war jetzt belastend, ja. Nein. Ach, jetzt stell doch den Topf dahin. Wer hat den Teller auf den Fußboden gestellt? Ja, warum? Ich bin in der Hand und alle laufen mit dem Bein von mir weg. Ah, hier, Teller. Ja. Hier, Topf. Ja, danke. So. Ein bisschen krass. Nein. Ach, belastend. Zwiebeln. Wir brauchen eigentlich mehr Zwiebeln. Mehr Zwiebeln. Ah, ich packe jetzt mal da Tomaten rein, weil wir irgendwie so viele Tomaten hier rumliegen haben. So. Das läuft doch prima. Genauso stelle ich mir das vor. Die eine, nicht eine Tomate. Ja. Ja, ich hack doch schon. Tomate. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das würde nicht besser laufen, wenn wir dieselbe Sprache sprechen würden. Das ist richtig. Soll ich da anfangen, Sächsisch zu lernen, oder was? Omelette du fromage. Wenigstens einer hat dich verstanden, danke. So. Ich sagte Baguetteboden, nicht Baguetteboden. So macht man einen einfachen Burger. Man brät ja, Fleisch und man packt Fleisch in ein Brötchen. Easy life. Ah, okay, das wird ein Desaster. Lecker. Ich bleib beim Herd, tschüss. Okay. So, was macht man mit dem Fleisch zuerst? Hacken, hauen, ja, fertig, drauf. Wo knüppel ich das denn? Da unten. Also, Uwe, dann wird das schon zu so einem Patty und dann kann man es da oben in die Pfanne packen. Ich mach die Teller, okay? Ich kümmere mich nur um die Sehr gut, das gefällt mir. Ich leg einfach mal das gehackte Fleisch da ins Warme. Das macht man so, habe ich gehört. Ja, pack das gehackte Fleisch doch einfach direkt in die Pfanne. Arbeitsteilung so, weiter hier rüber. Nee, muss man nicht. Da man können. Nicht, okay. Und ihr habt irgendwas Falsches ausgeliefert. Ah, ja, da fehlen noch Tomaten. Ah, da haben die Tomaten und Käse. Ich hab doch gesagt, ich immer extra Käse. Ja, manchmal ist halt. Käse geht das so zusammen nicht, und manchmal anders. Leute, die fertigen Waren in die Mitte stellen und die nächste da hinten können sich kümmern. Komm. Ach, braucht Teller. Ah, die sollen ihren Burger mit der Hand essen. Warum war das falsch? Man kriegt falsch. Übrigens auch Negativpunkte dafür, wenn man das verkackt. Ja, wir kommen ja am Ende mit Minuspunkten raus, oder? Ja. Au! So, was bauen wir aus? Tomaten. Ja, achso, ich hab die Pfanne genannt. Patty! Und Salat. Warum ist denn ein Patty? Weg da! Fleisch und eine Patty, wunderbar. Genauso steht vor. Wieso ist hier eine Pfanne in meiner Hand? Was? Das ist genial. Okay, weg da! Komm, hier, Patty, wer braucht schon Teller? Weg. Ah! Jetzt guckt aber auch, dass ihr das richtig zusammenstellt, ne? Das ist doch unglaublich! Hey, ich mach doch gar nichts! Hier ist ein Teller. Ich hack. Da ist ein Wechselgemüse. Salat. Das ist schön, wir brauchen Fleisch. Hopp, hopp, hopp. Wir sollten hier gar nicht durchlaufen, sondern einfach den Mister abstellen. Das ist. Ja, wir müssen da irgendwie durchlaufen. Nee, eben nicht. Mit Teamwork nicht unbedingt, Uwab. Wie Teamwork? Der Plan ist schon, dass man versucht, möglichst wenig hier durchzulaufen. Ja, gut, dass da alle auf einer Seite sind jetzt. Okay, ich bleib jetzt einfach links. Rechts. Gut, hätten wir das geklärt. Crap, jetzt fertig da. Da sind jetzt dreimal was mit Fleisch. Ich brauche jetzt Tomaten, das heißt, ich muss jetzt nach links gehen. Jetzt klatscht da Tomaten auf die Kacke. Ach nö. Nein. Was sind Tomaten, sondern habt ihr doch noch genug. So, dann kann ich den ja auch ausgeben. Ah, jetzt läuft's. Ach, da liegt noch Fleisch. Ihr sollt nicht das rohe Fleisch auf die Burger hauen. Ihr siebt keine Veganer. Hier, Teller. Hier, Teller. Braten, los. Teller. Ah, die kann man aufeinander stapeln, da steht noch einer in der Mitte übrigens. Ja, du kannst auch Gemüse und Brötchen, die kannst du schon zusammenstecken. Ja, das habe ich gesehen. Jetzt brauchen wir erstmal zweimal welche ohne. Achso, nee, ich dachte gerade an Fleisch. Das sind die guten Burger, die können weg. Jetzt wirkt es schon etwas koordinierter. Sehe ich nicht so.
So, Brötchen, hier bitte. Warum liegt das auf dem Boden? Liegt auf dem Boden. Warum habe ich die Fahne nach? Raus. Bestens. Ah. Da steht noch ein Teller in der Mitte immer noch. Ich stelle mal nach oben, da sieht man den wenigstens. Lass ich doch mal. Ich leg da mal gebratenes. Achso, nee, ich kann die ganze Pfanne da hinstellen. Hey, wieso liegt die Pfanne jetzt da drauf? Wo ist die Pfanne? Ah ja, okay. Katastrophe, aber trotzdem hat's gereicht. Jetzt hab ich Bock auf Burger. Ah, nee. Uwap, ich hab's dir gesagt! Was? Das kann so nicht angehen, Leute. Das kann so nicht. Da fehlt schon der erste Stern, das wird. Nein, das geht so nicht. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Wieso? Wink mit dem Soundfall. Wir sind jetzt bei 23. Ja, wie lange willst du machen? Eine halbe Stunde? Ja. Einmal geht noch. Einmal können wir noch machen. Ah, so, und jetzt lass den Mittelgang frei. Das wäre fürchterlich. Also ich bleib jetzt nur rechts und kümmere mich nur ums Fleischbraten. Geht klar. Dann packe ich das Fleisch auf die Teller. Gut. Das mache ich. Und die schmutzigen, wenn dabei ist, die Teller gleich wegschaffen, wenn sie voll sind. Fertig. Und jemand muss spülen. Genau. Ja, das mache ich. Gönn. So lange, bis nichts zu spülen gibt, stehe ich einfach dumm in der Ecke rum. Ich stelle die wenn nicht hacken, Uwab. In die Mitte. Genau. Wenn nicht Uwab, hacken, was das Zeug hält. Ich wollte sagen, wir bleiben einfach beide links. Und also ich mache nur Fleisch. Ich Gemüse und Fleisch. Ich mache nur Fleisch braten, auf die Teller packen und die dreckigen Teller packe ich in die Mitte. Gut. Ja, und dann kann Xenia die Burger zusammenstellen. Eben. Ja. Gut. Hauptsache Zeit kommt. Schneiden. Los. Als erstes brauchen wir Fleisch. Ich will da Tomate anfangen. Ja, ich habe tatsächlich. Eigentlich wollte ich zum Fleisch, aber ich habe die Tomate zuerst gegriffen. Also hier ist neutrale Zone. Exane, wolltest du nicht drüben bleiben? Ja, aber irgendwie müssen wir jetzt erstmal Fleisch hinkriegen, ne? Sonst wird das nichts. Zack. So. Noch ist Delivery Time. Ja, jetzt genug Fleisch. Jetzt brauche ich Brötchen. Nee, sehe ich nicht. Ja, irgendwie ist hier in der Mitte ein bisschen wenig Ackerlagefläche. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug Brötchen da drüben. Das ist etwas belastend. Gemüse? Gemüse ist auch da. Das ist rohes Fleisch. Also hygienemäßig natürlich auch gut, wenn man dann den Salat einfach dahin legt, wo vorher das rohe Fleisch war. Ja, muss so. Ja, jetzt ist wieder klar. Yes. So, jetzt muss der Krempel noch weg, ne? Hier fehlt doch schon wieder was. Wir haben die wenig scheiß Tomaten. Ne, doch nicht auf dem Fußboden! Gut, dass die Gäste das nicht sehen. Auch Teller, wo ist der? Wieso habe ich das eigentlich in der Hand schon? Meinst du, da trecke ich einen Teller da in die Mitte oder so, dass ich nicht rüberlaufen muss? Was ist das hier für ein Rotz? Na gut, so geht's auch. So, Leute. Wer zum Teufel hat die Pfannen hier hingestellt? Ich. Das nützt auch nichts ohne Teller. Die Schnitte Tomate, her damit. Zack. Da steht übrigens noch eine Pfanne mit Fleisch rum. Nur so. Fehlt was, Tomate. Irgendwas war falsch. Warum krieg ich das Fleisch jetzt nicht raus? Oder ohne was. So, zack, Teller, das gut ist. Meine Güte. Warum steht da eigentlich nichts auf dem Herd? War auch falsch. Leute. Was? Einfach nur Burger mit Fleisch. Ja. Ja, einfach nur Burger mit Fleisch. Das. So. Das fertigen Burger in der Hand. Das funktioniert ja richtig. Ich hätte gerne einen Teller. Achso, das ist fertig. Bin mal gespannt, ob wir jetzt mehr oder weniger Punkte erreicht haben. Deutlich weniger. Ach, die sauberen Teller kann man nicht stapeln, finde ich frech. Das ist belastend. So, jetzt einfach nur. Mensch. Das ist schon wieder alles hier. Genau. Pfanne nehmen, Burger, Patty. Einfach nur Brötchen, Fleisch,
Na, okay. Hier ist ein Teller, wie aussieht das Wurst? Okay. Salat rüber. Brötchen, Fleisch, Salat. Ja, wenn die hier nicht immer noch alles. So, rüber noch. Das ist der falsche Burger. Ja, Fleisch hier. Ja. Mit allem. Außer Alp, da fehlt noch Fleisch. Da ist schon zu viel drauf, würde ich sagen. Komm, zack. Vielleicht macht es Sinn, wenn man auf der linken Seite tatsächlich die Brötchen schon direkt mit dem Gemüse befüllt. Wollte ich ja eigentlich kochen. Das ist, glaube ich, schlechter als letzte Runde. Patty. So. Ja, das ist schlechter als letzte Runde. Ach, Leute. Das war besser als vorhin. Nein. Was? Wir da unten steht doch 304. Ja, das nun. Belastend. Völlig unmöglich. Gut, dann können wir das beim nächsten Mal jetzt gleich nochmal versuchen mit etwas mehr Absprache. Mal schauen. Noch mehr Absprache. Naja, oder weniger Plepptum, je nachdem. Das habe ich euch eigentlich angetan. Okay. Das wird was. Ciao, ciao. Tschüss.